liebe Geburtstage, vor allem wenn es mein eigener ist, weil es meistens richtig leckeren Kuchen und tolle Geschenke gibt. Aber wenn dann andere Leute Geburtstag haben, ist es manchmal gar nicht so einfach, da irgendwas Cooles zu finden. Vor allem bei Leuten, die irgendwie schon alles haben. Und genau deswegen gibt es heute Geburtstagsgeschenke DIYs. Das war ein Videowunsch, den ihr mir schon so oft gestellt habt und euer Wunsch ist mir Befehl. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Und falls wir uns übrigens noch nie gesehen haben, hey, ich bin Cassie. An alle anderen, hello Kali Crew, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich wünsche euch und mir jetzt ganz viel Spaß bei diesem wunderbaren neuen Video und ich würde sagen, los geht's. Wenn mir jemand dieses DIY schenken würde, müsste ich, glaube ich, anfangen zu heulen, weil es einfach so süß ist. Und alles, was man dafür erstmal braucht, ist ein Foto. Ah, schon wieder. Oh, das sind kleine Aliens. Das sieht nur different. 5 Stunden später hat es dann auch mal funktioniert. Ich sag euch, Leute, Drucker und ich, wir sind keine guten Freunde. Jedes Mal ist irgendwas damit. Aber eigentlich ist es auch egal, denn dieses Foto wird nur unsere Vorlage sein. Und dafür brauchen wir dann eine Leinwand in der passenden Größe dazu. Es muss übrigens kein Foto von Personen sein. Es kann auch ein Haustier, ein Objekt, eine Landschaft sein. Das ist ganz egal. Und so sticken wir das Bild jetzt auf die Leinwand auf, was nachher so nice aussieht. Ich weiß, es klingt kompliziert, aber bleibt kurz bei mir, es ist super einfach. Dazu nimmt man sich jetzt eine Nadel und sticht einfach die Umrisse des Motivs, was man ausgewählt hat, nach. Und das immer in schönen, gleichmäßigen Abständen. Sowas wie Gesichter oder richtig, richtig feine Details würde ich persönlich einfach auslassen, weil das meiner Erfahrung zum Beispiel Augen mega schwer sind nachzuzeichnen oder eben nachzusticken. Aber am Ende wird man das Motiv trotzdem mega gut erkennen und bevor es jetzt an den Faden geht, kann man, wenn man möchte, erstmal noch Acrylfarbe auftragen und genau das werde ich jetzt tun. Voila! Ich finde die Kombi aus diesem Royalblau und Gold mega schön, aber man kann wirklich alles nehmen, was man möchte. Denkt vielleicht auch an die Lieblingsfarben der Person, der es schenken möchte. Und dann brauchen wir noch eine weitere für den letzten Schritt, und zwar eine Farbe für den Faden, mit dem wir jetzt diese Leinwand hier besticken. Ich erkläre gerade noch kurz, wie ich das genau mache für alle, die noch nie gestickt haben, aber es ist super easy. Und zwar geht ihr von hinten durch die Leinwand durch ein Loch durch und geht dann wieder rückwärts in das Loch davor, aus dem ihr gekommen seid. Also so wie ihr es hier seht. Und dadurch ergibt sich halt immer dieser Streifen bzw. das Muster in einer Linie. Das nennt man deswegen auch einen Backstitch, weil es eben immer wieder rückwärts durch das letzte Loch davor geht. Und das hier ist das wunderschöne Endergebnis. Mir gefällt es so gut. Ich hoffe euch auch. Ich werde auf jeden Fall noch 1000 Bilder mehr von dieser Art machen, weil ich es so besonders finde und einfach perfekt als Geschenk. Weiter geht's mit einer Überraschungsidee, bei der man sich beim Auspacken garantiert freuen wird. Das sieht doch so cool aus, oder? Ich zeige euch gleich, wie ich es gemacht habe, aber vorher geht's noch um den viel schöneren Inhalt. Schmuck von Pure Lay ist einfach das perfekte Geburtstagsgeschenk und bringt pure Aloha-Vibes direkt zu einem nach Hause. Sommer, Sonne und eine positive Lebenseinstellung ist einfach das, was ich persönlich mit Aloha und auch mit Pure Lay verbinde. Denn 2016 hat ihre Reise auf Hawaii gestartet. Und ich glaube, ich bin auch wirklich eine der ersten Kundinnen, weil ich wirklich schon jahrelang deren Schmuck habe. Und deswegen weiß ich auch, was für eine mega geile Qualität ihr hat und wie lange man Freude damit hat. Die Schmuckstücke kann man 24/7 tragen. Ich ziehe die wirklich nie aus. Die laufen nicht an, die sind wasserfest und man kann sie wirklich zu jedem Look und zu jedem Abenteuer kombinieren, ganz egal, was für ein Style man sich heute wünscht. Ich selber bin ja wirklich schon mega viel gereist, aber in jedem Land, in dem ich bisher war, habe ich auch immer einen Teil von Pure Lay mit dabei. Deswegen bin ich auch wirklich so ein Fan von den Schmuckstücken oder weiß eben, wie gut die sind. Und Hawaii, das steht auch noch echt so weit oben auf meiner Travel-Liste. Ich wünsche, es wäre nicht so weit weg, aber irgendwann reise ich auch da noch hin. Und bis es soweit ist, hole ich mir die Vibes einfach mit dem Schmuck zu mir nach Hause. Perfekt zum Verschenken finde ich übrigens die Charms. Es gibt zum Beispiel Sternzeichen-Anhänger. Ich habe jetzt hier auch gerade meinen an. Ich bin übrigens Zwilling. Und sowas geht einfach immer. Und super viele Leute glauben ja auch richtig an Sternzeichen. Deswegen ist es so ein richtig auch individuelles Geburtstagsgeschenk, was man machen kann. Aber was ich auch super schön finde, sind die Buchstabenanhänger. Die gibt es übrigens aber auch als Stecker für die Ohren, was ich auch mega süß finde. Die beiden Wörter Pure und Lay stehen übrigens für ein pures Lebensgefühl und die weltberühmte hawaiianische Blumenkette. Mit dem Code AlohaCassie gibt es für euch 15% bei Pure Lay. Alle Infos dazu in der Infobox. Also holt euch die Aloha-Vibes und beschenkt eure Liebsten oder eben auch euch selbst. Zurück zum DIY. Gerade wenn man so fertige kleine Geschenke hat, die man halt irgendwie noch richtig schön und besonders verpacken möchte, dann ist das hier die perfekte Lösung. Da, da, da. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Ich finde das so schön. Und ganz ehrlich, ich habe das noch nie von jemandem geschenkt bekommen, aber wenn ich das sehen würde auf meinem Geburtstags
Frühstückstisch würde ich ausrasten. Dafür benötigt man auch einfach nur Papier. Ich habe damit Washi-Tape Kreise drauf gezeichnet. Also da gibt es ja 1000 verschiedene Größen, deswegen ist es einfach perfekt, um das als Vorlage zu verwenden. Dann die Kreise natürlich alle ausschneiden. Das kann ein bisschen dauern, aber es wird sich lohnen. Und nun kann man sie beschriften mit was immer man möchte. Natürlich auch nicht nur zum Geburtstag, sondern vielleicht auch mit einer Liebesbotschaft oder vielleicht alles Gute zum Muttertag. Man kann sowas auch für ganz viele andere Anlässe machen. Und da habe ich mir einfach diese Nylon-Schnur geschnappt, weil die halt so schön fein und durchsichtig ist. Und dann mit Klebeband mit so ganz kleinen Streifen die Kreise da drauf geklebt. Ich beschrifte die Kreise auf Vorder- und Rückseite, weil die sich halt trotzdem manchmal drehen können. Und man so, egal wie sie stehen, immer die Wörter richtig lesen kann. Dann die Girlanden einfach in den Deckel der Box kleben und fertig! Oh mein Gott, ich lieb's! Voll oft ist es ja so, vor allem finde ich bei Papas, dass man weiß, dass die Person in einem Laden voll gern sich was Neues kaufen würde. Zum Beispiel eine neue Jacke oder ein neues Sportgerät oder so. Irgendwas so Spezifisches, wo man gerne was dazu beitragen würde als Geschenk, aber man halt keine Ahnung hat, was genau das jetzt für Anforderungen braucht oder was die Person exakt möchte. Deswegen sind Gutscheinkarten für diese Stores natürlich perfekt. Aber die einfach so in einem kleinen Umschlag in die Hand zu drücken, ist einfach nicht so cute und es sieht immer noch ganz wenig Aufwand oder Liebe aus. Aber genau dafür habe ich jetzt so eine richtig geile Lösung. Ihr braucht einen Luftballon. Es sollte auf jeden Fall kein Miniaturluftballon sein. Also das würde ich sagen, ist so eine normale Größe. Und den befüllen wir jetzt erstmal mit ein bisschen Konfetti. Also einfach mit den Fingern rein und das ein bisschen aufhalten. Und dann kann man das da reinstopfen. Oh, zum Glück habe ich noch nicht gesaugt vom Intro. Hier liegt alles voll. Aber wenn man nicht so tollpatschig ist wie ich, dann geht das wirklich einfach. Im besten Fall hat man auch einfach eine zweite Person dabei, die einem helfen kann, das aufzuhalten. Und dann kann man die noch einfacher reinfüllen. Der Teil hier ist jetzt gefüllt mit Konfetti. Ich glaube, das reicht. Und tatsächlich passt nämlich auch so eine Geschenkkarte in den Luftballon rein. Am besten geht es für dich, wenn man mit zwei Fingern reingreift, dann mit einem dritten Finger auch von der anderen Hand und dann die Karte einfach so reinschiebt. Kann man es auch so loslassen und die Karte dann immer weiter reinarbeiten. Tada! Da ist sie drin. Dann pusten wir den mal auf. Das muss reichen. Oh, ist mir ein bisschen schwindelig. Noten drauf. Und jetzt kommt auch schon der letzte Schritt. Dafür brauchen wir Marker. Am besten welche, die so eine richtig schöne, breite Fläche zum Schreiben haben. Und damit beschrifte ich nämlich jetzt den Luftballon noch, damit das Geburtstagskind auch weiß, was es damit auf sich hat. Make it pop! Ich glaube, ich gehe noch mit Blautönen hin und mache noch außenrum so einen kleinen Rahmen. Ein bisschen was extra, oder? And that's the final look. Ich finde, so sieht es richtig cool aus. Und jetzt haben wir hier unser Alibi-Geburtstagskit. Was schneide ich drin? Das findest du gleich raus, dein Geschenk. 3, 2, 1. Wow! Das ist so weit geflogen! Oh Gott, zum Glück habe ich jetzt immer noch kein Zimmer gesaugt. Es ist bis nach dahin geflogen, das Konfetti. Happy Birthday to you! Den Gutschein bekommen? Nee, der ist für mich. Nee, aber echt cooles Ding, oder? Ja, also mir hat es gefallen. Hat auf jeden Fall Spaß, ja. Bevor es weitergeht, kommen wir noch schnell zur Videofrage, die heute von Noemi May kommt. Sie hat unter meinem letzten Video mit dem Hashtag AskKaliKessi gefragt, hast du eine Lieblingszahl? Das passt natürlich perfekt zu dem Video, denn da habe ich euch ja erzählt, dass am 1. August mein Freundebuch Friends rauskommt und dass da eben auch eine Frage ist, was ist deine Lieblingszahl? Meine ist die 24. Ich finde die so schön. Und Fun Fact, wenn ich mir Zahlen vorstelle, also an die denke, dann hat jede Zahl bei mir eine Farbe. Ist es noch bei jemand so? Weil ich habe schon öfter Leute gefragt und die sagen alle so, nee. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Haben Zahlen bei euch Farben? Bei mir ist zum Beispiel die 2 immer rot, die 4 immer lila, gelb ist 6. Das hört sich ein bisschen crazy an. Kommentiert auch super gerne mal euren Geburtstag und euer Sternzeichen. Wer ist noch Zwilling? Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten. Und dann würde ich sagen, weiter geht's. You've got Freunde, wird jetzt unser nächstes DIY-Geschenk. Die Vorlage dazu habe ich gerade so lange erstellt, aber es ist wirklich gut geworden. Ich verlinke die euch in der Infobox, da könnt ihr euch die einfach runterladen, ausdrucken. Am besten würde ich sagen, auf so ein bisschen festeres Papier oder ja, Karton. Also kein normales Druckerpapier, damit es einfach stabiler wird. Denn sobald man alles ausgeschnitten und an den Kanten, die da eingezeichnet sind, auf der Vorlage jeweils umgeknickt hat, kann man das so zusammenfügen und bekommt das hier. Daraus machen wir jetzt eine Ticketbox, aus der dann hier Tickets rauskommen, die man perfekt individualisieren kann, je nachdem, wie man das Ganze schenken möchte. Ich zeige euch gleich, was man da genau machen kann, aber vorher dekorieren wir das Ganze erstmal, damit es nicht nur ein weißes Stück Papier bleibt, sondern ein schönes Geschenk wird. Oh, what to do? You got me.
mein Ticketautomat habe ich einfach mit Stickern beklebt und dann vorne noch drauf geschrieben, pro Woche ein Ticket einlösbar. Happy Birthday! Ich glaube, so ist es auf jeden Fall richtig gut verständlich, aber jetzt fehlt natürlich noch der wichtigste Part, und zwar die Tickets. Die machen wir einfach aus Papier und ich glaube, ich entscheide mich jetzt hier für rosa, weil die Buchstabensticker, die ich hier benutzt habe, die sind mehr so im lila Bereich und da passt es, glaube ich, ein bisschen besser dazu. Dafür müssen wir jetzt hier einmal die Breite vom Schlitz abmessen. Das sind bei mir hier 3 cm und die Tickets müssen natürlich auf jeden Fall schmaler sein, damit sie auch durchpassen. Ich nehme deswegen hier 2 cm als Breite. Diesen Streifen teile ich dann nochmal in 5 cm Abschnitte ein, die dann jeweils eben ein Ticket bilden. Und damit man das auch erkennt, gebe ich dem jetzt noch diese typische Form mit den eingeknickten Ecken. Na, das sieht doch jetzt schon richtig cool aus, oder? Mir gefällt es mega gut, auch mit dem gestreiften Look. Und jetzt fehlen noch 2 Sachen. Natürlich einmal die Beschriftung, da kommen wir gleich dazu. Aber noch ganz wichtig, damit man die Tickets auch verwenden und abreißen kann vor allem, brauchen wir jetzt hier noch so eine Knickfalte, damit man die dann auch rausbekommt aus dem Ticketautomat. Und dafür will ich das jetzt benutzen. Das gibt es immer in so Nähsets. Ich glaube, jeder hat irgendwie sowas zu Hause bei Nadel und Faden liegen. Ich weiß allerdings nicht genau, wie es heißt. Ich wünschte, ich könnte es jetzt irgendwie cool benennen, aber das Ding. Und damit piekse ich jetzt einfach ganz fein kleine Löcher nebeneinander, jeweils in die Knickkante zwischen den Tickets. Ich habe meine Tickets jetzt hier noch beschriftet, damit man auch weiß, für was sie stehen. Zum Beispiel, ich lade dich auf ein Eis ein. Einmal Kino mit Popcorn. Ruh dich aus, ich putze die Wohnung. Cocktail Night. Gutschein, ich kaufe dir ein Buch deiner Wahl. Oder zum Beispiel 10 Minuten Rückenmassage. Was ihr drauf schreibt, ist natürlich ganz euch überlassen. Also überlegt einfach, was der Person eben wirklich gut gefallen würde. Und ich finde zum Beispiel, wenn man sowas der Oma oder so auch macht oder vielleicht ja, der besten Freundin, der man jetzt nicht jeden Tag irgendwas Cooles bereitstellen kann oder jede Woche, je nachdem, was für einen Rhythmus ihr auch draufschreibt, kann man zum Beispiel auch voll schön so Sprüche reinmachen oder Komplimente, was man an der Person gerne mag oder was man an ihr schätzt, Charaktereigenschaften, die toll sind. Und glaubt mir, solche Sachen sind dann oft viel, viel mehr wert, als wenn man irgendwas richtig Teures kaufen würde. Jetzt rollen wir die noch vorsichtig auf und dann kommt das hier in unser Ticketautomat hier rein. Das habe ich extra oben noch nicht zugeklebt. Hier vorne durch den Schlitz das erste Ticket schon durchstecken, dann oben zumachen. Question all my good intentions, but with you, oh, I'm so sure. Tasting the fruit and smell the flowers, just better not, and girl, I'm yours. Aber jetzt noch das Spannendste: Funktioniert das mit dem Ticket abreißen wirklich oder habe ich mir das falsch gedacht? Let's see. Ah, wie gut! Okay, es ist genius. Naja, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich nur normale Tickets nachgemacht. Und es funktioniert auch. Mit einer komischen Nadel, bei der ich nicht weiß, wie sie heißt. Aber das ist so gut. Also mach das unbedingt nach. Wenn du bis hier geschaut hast, dann kommentier unbedingt mal diesen Emoji, damit ich weiß, ihr war bis zum Ende dran. Das freut mich immer sehr. Und lasst mich auch gerne mal mit einem Daumen oben wissen, ob ihr Bock auf ein paar Zweifel in diesem Video hättet. Ich würde zum Beispiel voll gerne auch mal Geldgeschenke-DIYs machen. Also wie man die schön verpackt. In der Infobox findet ihr nochmal den Rabattcode und auch die Links zu Pure Lay. Es sind wirklich so tolle Teile. Deswegen schnappt euch gerne was und benutzt meinen Rabattcode. Und ansonsten natürlich mein Kanal nicht vergessen zu abonnieren, damit wir uns in meinem nächsten Video nächsten Samstag um 10 Uhr wiedersehen. Und bis dahin, macht's gut, Leute!